Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Mafia 3 mit dem Morris, der jetzt wieder dran ist. Yes, yo. Und mit dem Janis. Und wir befragen jetzt Maria Bava wegen den Müllgeschäften. Du bist nicht das, was ich erwartet habe. Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich. Sie sind doch Maria, richtig? Mhm. Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen, aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um. Papi, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Ein paar von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Wie das geil, haben wir gerade schon gehört. Okay, mal gucken. Yo. Da ganz oben. Ganz oben. Sonst nimm noch das Ausrufezeichen an der Seite mit. Face? Das Infozeichen, sorry. Das hier meinst du? Ja. Das umgedrehte Außenverzeichen. Jo, das machen wir doch mal direkt. Pass auf, ich hol mir noch kurz den Wagen. Nicht, dass du mich tun die Bullen stellst, sonst gehen wir direkt. Dann bring ich ihn raus zu dir. Dann bring ich ihn direkt raus. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Da ist die Polizei. Komm, hopp hier. Hopp hier. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß, dass du schätzt. Danke. Weitermachen. Genau, sehr gut. Ja, schön die Musik erstmal aus. Ja gut, dann holen wir uns jetzt mal Infos. Was stand da eigentlich, was das ist? Okay, wir fragen die Zugräuber. Okay. Die Zugräuber? Die Zugräuber befragen wir. Oh, weißt du, was du nochmal kurz erzählen kannst? Was kann ich erzählen? Der Heisenberg. Ach so, ja. Wir waren gestern seit langem mal wieder im Fitnessstudio und heute auch. Und wir haben einen Typen im Fitnessstudio. Er sieht original aus wie fucking Walter White. Also richtig wie fucking Walter White. Das wird nicht aufhören, wenn du die nebeneinander stellst. Unser ist, glaube ich, noch ein bisschen größer und dünner. Du kannst da schon aussteigen. Hier, da sind so andere Gegner, ne? Ja, yeah, das ist wahrscheinlich so hier Richtung Endboss. Ich habe nur gerade einmal so kurz auf dich geguckt, wegen Mikrofon. Und deswegen bin ich einmal so ein bisschen weggedriftet. Ja, das ist auf jeden Fall mega geil. Der sieht einfach komplett aus wie Walter White. Er ist tot. Warum muss der denn runterfallen? Ich hab Ärger. Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Gemeldet wurde ein männlicher Schwarzer mit einer Schusswaffe im Bezirk Barfing. Bitte eingreifen. Scheiße. Du bist jetzt aber auch nicht so Catrat heute, ne? Nee, heute irgendwie nicht. Ja, komm, 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 komm. Die Kugel hat mich abgeschossen. Den Delikto. Du stirbst, du bist tot. Der Pin in dem Bären. Du bist der Einzige, der in dem Bären steht. Das Ding, ich habe jetzt gerade voll das Problem. Weil hier nur mehrmal viele Bullen am Start sind. Das sind vier Stück. Und jetzt kommt noch ein anderer Wagen, jetzt sind es gleich sechs. Nee, spiel mal kurz verstecken, ne? An alle ja, spring mal kurz in den Zaun. Genau. Scheiße, da vorne ist auch einer. Ah, fuck you. Du möchtest dich kurz umdrehen? Nein, ich schaff das. Du schaffst das nicht. Och, ganz easy. Ja, aber dann schießt die, die hinter dir sind. Die sind ja nicht mal hier. So. Alle Einheiten. Guck, ganz easy. Verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Geht er doch nicht rein? Oder kannst du dich verstecken, bis es komplett weg ist? Das dauert dir Ewigkeiten. Ich weiß es nicht, du. Ja, da vorne ist einer und... Ja, dann lauf auf der Seite, also lauf auf der linken Seite vom Zug weiter. Nee, der geht da jetzt gleich rum. Ja, aber dann gib ihm. Versuchen wir es mal da drüben. Ja, oder lauf auf der Seite weiter. Ja, yes, go, 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 go. Wo ist der? Ja, der ist auf der anderen Seite des Zuges, du Idiot. Springen wir dadurch und geh dann da durch das Tor.
Ich gehe mal wieder so zurück. Oder das, ja. Portion. Geh mal ein bisschen sterben, bitte. Hilfe. Was? Nee, du hast dem Informanten doch schon den Kopf geschossen. Also. Der kniet doch schon auf dem Boden. Nicht da wieder reingehen, ne? Doch, hier wollte ich jetzt gerade hoch. Boah, hier sind ja, glaube ich, gar keine mehr. Vor dir ist ein Bulle. Wo? Da. Lol. Versteck dich einfach. An alle Einheiten. Okay. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Und oh, ganz easy geklärt. Ich wiederhole. Ganz. Verfolgung beenden. Scheißegal. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So, kannst du mal bitte kurz ein Stück beiseite gehen, du? Befrag ihn einfach. Lauf zu ihm hin und befrag ihn. Dann kannst du, danach kannst du immer noch abhauen. Willst du das Geld mitnehmen oder was? Ja, normal. Erstmal Strafzettel nebenschreiben. Du erzählst mir jetzt alles über Santinis Schmugglerring. Mr. Santini definitiv hat ein paar mickrige Waffengeschäfte durchgezogen. Ich weiß, wo er das Geld versteckt hat. Sehr? Ja. Du weißt zu viel. Dann töten wir ihn. Goodbye. Töte den Bullen einfach auf kurz und Händen. Huh? Wir legen die nur schlafen. Hier mal, die sind ja nicht böse. Na? Ich dachte, das ist uns egal. Willst du den Bullenwagen nehmen? Nö. Der Bullenwagen ist voll langsam. Wo ist noch Geld? Da ist noch Geld. Das ist nur Kleingeld, ne? Ja, ist es. Okay, ja, dann fahren wir jetzt mal weiter. Zum nächsten. Guck, wie geschickt ich das geklärt habe. Ja, sehr geschickt. Gut, wohin müssen wir denn jetzt? Dahin. Ach so, wieder oder soll ich erstmal hier oben? Nee, mach das da unten. Der andere möchte ja nur reden, das ist ja kein. Nichts weiter Wichtiges. Okay. Darfst du wieder Schaden machen? Ich tue mich doch sterben. Jo. Vor diesen Bullen, ne? Pass auf. Ja. Kannst jetzt eigentlich schon anhalten. Gibt's hier noch irgendwo? Fahr ihn mal bitte einfach rum. Komm mal so mit Vollspeed von der anderen Seite und nimm ihn einfach richtig mit. So, meinst du? Der Wichser geht auf uns los! Hey, hier drüben! Komm, nimm die AK und jetzt gibt's Geballer. Weil die wollen. Die wollen Stress. Du weißt, die können auch durchschießen, ne? Ich geh in Deckung! Ey, du musst diese Folge noch sterben, echt. Das andere. Da rotzt er mit der Ich bin gerade ein bisschen. Also, wie gesagt, durch die Fenster. Ne? Noch wer? Ey, das tötet ihn. Was? So, zwei Leute noch. Ja, komm, geh da rein. Es hört sich immer so an, als würde jeder Schuss an dem Zaun abprallen, ne? Ja. Der Typ ist unten auf jeden Fall. Ein Fall der Tracht Prügel zeigt nicht. Tracht Prügel willst du haben? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich höre nichts. Wie, du hörst nichts? Hier musst du die Ohren aufmachen. Wie der kleine Wichser dich noch weggeschubst hat, ne? Okay, wir brauchen gleich definitiv neue Munition. Richtig. Weil die AK ist fast leer. Ist hier noch irgendwas Cooles, was ich machen kann? Nur ich glaube nicht wirklich, das, ne? Hier hinten. Und das mache ich mit E, richtig. Ja, E gedrückt halten. Sehr cool. Auf geht's, Freunde. Geldversteck. Alter, wir müssen nur noch 900 Schaden machen. Oder haben wir jetzt alles schon? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich denke mal schon alles, weil. Krass. War's an sich schon, ne? Gut, dann fahr ich noch einmal nach oben hin. Ist halt ein kleines Gebiet, ne? Es ist halt voll winzig. Ist halt echt so. Gut, wo ist denn dein Wagen? So, da vorne. Da, wo du ihn geparkt hast. Richtig. Möchtest du dir jetzt den Waffentypi holen oder wenn du da bist? Wenn du da bist, ne? Ja. Gut, dann let's go, bis da vorne hin. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt leider gerade gar nicht so viel, was ich erzählen kann. Keine so coole Story, wie Morris eben hatte. Ich weiß nicht, schreibst du eigentlich jetzt schon vor, Abi? In S3 oder schreibst du erst in S4? Ich schreibe in S3. Also ich schreibe jetzt am Montag Deutsch und am Mittwoch, am Dienstag Mathe. Ja, Dienstag ist ja Mathe. Mathe ist ja zentral sogar. Deutsch. Red mal ruhig ein Stück lauter, da kommen die Ticken ja zum Mikrofon, weil. Ja. Unser Wagen ist tot.
Das habe ich das erste Mal hinbekommen. Ja. Also Deutsch schreibe ich zum Glück nicht, bin ich ganz froh drüber. Sollte aber, ich glaube, unsere Leute haben schon geschrieben und die meinten, das war relativ einfach, genauso wie Englisch auch einfach war. Aber das ist ja auch schulintern. Nur Mathe ist ja zentral, dieses Jahr das allererste Mal bei uns. Und ich weiß nicht, wie ich das finden soll, weil klar ist es ganz gut, wenn das jetzt zentral ist, weil jede Schule sozusagen das Gleiche können muss. Aber, naja, wir haben jetzt eigentlich ja noch 3 Monate Schule. Und diese 3 Monate Schule sind auch eingeplant im Lehrplan, dass wir da noch ein Thema behandeln. Jedoch müssen wir jetzt halt zum Vorabi schon alle Themen können. Und das finde ich halt irgendwie richtig scheiße geregelt. Ich finde das Vorabi total schwachsinnig, muss ich zugeben. Ich finde es halt einfach nur gut, dass man mal so lange schreibt. Ja, so das lange Schreiben, ja, aber das hast du ja so oder so. Das hast du ja auch ohne Zentralabi. Ach so, ja. Okay. Not so obvious, please. Okay. Gut, rein da. Okay, den Song. Was? Einheiten in der Nähe, bitte bestätigen. Ja, los, rein da. AK und rotzen. Ich rate mal, das war so klar. Ach so. Natürlich läuft da einfach so ein Polizist rum. Ja, deswegen, ich laufe jetzt nochmal hier ein bisschen. Ja, gib den Polizisten einfach gleich. Was sind denn das für Wick? Willst du mich verarschen? Riechen die mich oder was? Anscheinend. Ja, also, da du ja gerade eh zu tun hast, warum findest du das schwachsinnig? Weil ich habe Lehrer, die sind total beschränkt. Und diese Lehrerin... What the fuck? Geh mal da rein. Die habe ich auch in Mathe. Ne? Okay, ja klar. Und ich bin in Mathe relativ gefickt, weil diese Frau uns einfach nichts beibringt. Die sind richtig scheiße. Vielleicht was gesehen. Ja, gut, das es gibt neue Finisher. Habe ich gesehen. Es gibt einfach fucking pass neue auf, Finisher. Pass auf, hinter dir oben. Da oben ist noch, sind noch welche. Da oben. Da oben. Dann gehen wir erstmal da oben hin, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass sie dann noch irgendwie Leute sehen oder uns von hinten ficken oder so. Richtig. Denk immer dran, deine Steps machen auch... Ja, alles. Also mir gefallen die neuen Finisher, muss ich mal kurz zugeben. Neben dir lag übrigens der Sniper. Ja, ne. Alter, bei denen hier müssen wir 50.000 Schaden machen, ne? Ja, aber das geht trotzdem. Übrigens haben wir 18.000 dabei, das heißt, du solltest nicht sterben. Das sagst du mir. Ja, komm, so viel hätte ich auch, so viel habe ich auch noch nicht verloren. Spring runter. Mach das ganz slow. Gehst jetzt echt die Treppe runter. Na komm, du kannst mal ein bisschen reden hier, während ich, ja, ich mich am Konzentrieren bin. Ich bin einfach nur immer so gebannt, ob du das alles schaffst oder ob du einfach failst. Jetzt krieg ich was. Was krieg ich? Auf die Fresse. Ja, wie die Bullen da immer noch rumlaufen, die Lutscher. Das ist so nervig, ne? Also in dem Gebiet ist es hier echt ein bisschen so... Was soll das? Auch geil, da unten der Eingang, ne? Über den Abwasserkanal. Das ist nur noch der eine. Hier auf jeden Fall. Das hört sich nicht gut an. Hier, du musst da vorne an der Seite reingehen. Nicht hier, sondern einmal so außenrum. Da war ein Eingang. Und an dem bist du voll vorbeigelaufen. Ja, genau der. Lol. Ja, deswegen. Hä? Ja, dann musst du da irgendwie über oben rein oder so. Ja, erst in das Haus. Weil da ist ja da auch dein Ziel. Das soll so als einer auf abgeschafft werden. Ja, dann gehen wir durch das Haus. Da sind nämlich noch eine Menge Leute. Geil, dass du schon wieder einer mit dieser Fake-Frisur. Muss schon reinrassig sein. Du weißt aber schon, wie sie die reinrassig halten, oder? Er schießt ihn doch. Na, das sehen. Oh Leute, ich kann mich da kümmern. Ja, er schießt ihn doch. Im Ernst? Ist ja wie bei den Kreolen.
Ich glaube, den Scheiß haben sie in Europa. Gut, da hinten schön hoch. So, richtig. Gibt's hier noch irgendwas an Geld oder so? Nicht wirklich, ne? Nope. Ich sage, wir versuchen es in dem. Oh Gott! Weg hier! Okay, das haben die gesehen. Verschone mich, Gott! Hä? Wo sind die Gegner hin? Er ist keiner. Hä? Hey, standen doch eben noch zwei. Ja, ja. Wo sind die jetzt hin? Ich glaube, der eine ist einfach nach hinten weggegangen. Digga, wie viel drin liegt gerade? Oh ja. So, da lag das, noch eine Notiz. War das eine Notiz oder was war das? Ah ne, da lag auch nur Geld drauf. Alles gut. Hier auch nochmal Geld. Da unten in dem Fach. Auch nochmal Geld. Noch was. Gut, 10.000 haben wir den jetzt schon geklaut. Oder liegt auch nochmal Geld. Mann, warum schmeißt du ihn da nicht runter? Das wäre viel geiler gewesen eigentlich. Nö. Gleicher Finisher zweimal ist nicht so toll. Schnappt ihn euch! Und damit hätte ich das scheiß Ding Stealth gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Fand ich easy gut. Boys. Hier. What the fuck, Alter. Have fun. Sieht voll geil aus. So. Gab's hier noch irgendwas Cooles, außer... Ich glaube, das Ding wird gleich ganz schön in die Luft fliegen, Alter. Gehe ich da rüber oder gehe ich übers Haus? Oben, du musst oben raus. Hinter dir ist noch eine Schutzweste, Schrank. Ja. Nimm die mit und dann... Nicht, dass es wieder mit Kuh nicht geht, dann mache ich es lieber jetzt einmal kurz so. Einmal safe. Ja. Ja, aber ganz entspannt hier. Ganz easy. Ja, noch schön die Schutzweste einsammeln und dann war es das auch gleich dann schon wieder mit der ersten Folge tatsächlich. Richtig. Willst du mal einen Müllwagen nehmen? Nee, Mann, die sind bestimmt voll abfuck. Ja, ich glaube, die sind richtig langsam und dann rammst du halt auch eigentlich alles weg, ne? Ja, ich nehme jetzt einfach mal den, weil... Ja, das sieht ganz cool aus eigentlich. Ist ja halt... Geil, ist ein geiles Lowrider-Kabel. So. Ich muss sagen, ich finde das immer noch geil mit dem Spiegel. Easy. Oh ja. Jetzt kommt man da auch so rein. Ja, das stimmt. Aber jetzt müssen wir ja da auch gar nicht mehr rein. Das stimmt auch. Oh. Wie spät haben wir es überhaupt? 20 nach 4 haben wir es. Krasser Scheiß, du. Okay, das heißt, wir fahren jetzt mal hier an. Ja, neue Informanten. Auf geht's. Dein Wagen. Easy. Ja, okay. Aber boah, ich fand das ganz cool, weil es hier jetzt ein bisschen abwechselnd, weil sonst war es ja immer nur Fall. So bla bla. Mach den... Boah, ich trage meine Kontaktlinsen schon wieder über einen Monat, das merke ich gerade, ey. Okay. Uff. Ja, ich weiß nicht, meine Augen sind momentan gerade so trocken und ich weiß nicht, wo meine Augentropfen sind. Weiß nicht, wenig getrunken heute? Nee. Geht, ne? Relativ viel sogar. Okay. Logic. Steck raus. Drei Leute, gib ihm direkt. Er schießt. Was ist der andere? Leute, es waren nur zwei. Der eine sah einfach aus wie ein Zweifacher. So, die killen wir jetzt auch oder mitnehmen? Ja, weiß ich nicht. Such dir gleich aus. Je nachdem, was er so sagt. Okay. Wie freundlich er wirkt. Du wirst mir jetzt alles verraten, was Papi auf der Müllkippe treibt. Nach dem, was du getan hast, jagen dich diese kranken Schweine jetzt. Du hast keine Chance, sie abzuschütteln. Töten. Geh mit Gott, Motherfucker. Ich meine, der hat uns keine Informationen gesagt. Ja. Wichser. Da unten liegt noch Geld im Wasser, auf dem Boot. Ja. Hier, hol mal das Geld vom Boot. Ich bräuchte eine Lieferung. Ja. Mach ich sofort. Komm ich schon. So. Wo? Klar doch, Chef. Auf dem Boot. Bin schon unterwegs. Ah, da. Okay. Ich wollte gerade schon wieder fragen, so nicht, dass man sich jetzt hier wieder irgendwie ekelhaft festbackt mit einem. Ja. Wir haben gerade mehr Cash dabei, als wir auf dem Konto haben. Das ist relativ krass. Passt gut drauf. Das stimmt. 57.000, okay. Alter. Sag mir mal, was du hast. So. Ah, ne, nur Muni oder soll ich die Pistole kaufen? Nur Muni.